Willkommen zurück zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich stelle euch einen neuen Champion vor, und zwar Tahm Kench, den River King, der Champion, den Riot so schön mit einem Video angeteasert hat. Und ich würde sagen, wir fangen mit der Passiven an. Die Passive heißt An Acquired Taste. Jedes Mal, wenn wir einen Champion mit unseren Basisangriffen oder mit unseren Spells hitten, dann kriegt der Gegner einen Stack, und zwar so einen kleinen Fisch. Wenn man drei Fische hat, bei dem Skin ist es ein Hummer, dann haben der Q und auch die W-Fähigkeit Bonuseffekte. Diese Bonuseffekte werde ich euch jetzt erläutern, wenn wir zu den Spells kommen. Fangen wir mit dem Q an. Wir machen einen Zungenschlag, und dieser Zungenschlag verursacht magische Schaden, verlangsamt den Gegner. Die Verlangsamung ist abhängig davon, welche Level der Spell hat. Und bei drei Stacks von An Acquired Taste stunt er sogar die Einheit. Man muss dazu sagen, die erste Einheit, die getroffen wird, die bekommt auch den Schaden. Das heißt, man kann nicht durch mehrere Minions jemanden hitten. Wir machen halt jetzt einfach mal, zack, so sieht der Zungenschlag aus. Und wenn wir dann mit drei Fischen jemanden angreifen, dann kommt dann der Stun noch dazu. Das heißt, ihr könnt den Gegner noch betäuben. Auf Level 1 ist es 1,1 Sekunden, auf dem höchsten Level logischerweise 1,5 Sekunden. So, kommen wir zur zweiten Fähigkeit, nämlich die War. Damit haben wir die Möglichkeit, verschiedene Champions, Minions und auch gegnerische Champions zu essen. Und ihr seht ja schon, wenn wir jemanden essen, bleibt er für 4 Sekunden lang in unserem Bauch. Das gilt allerdings nur für befreundete Champions und Vasallen oder Monster. Wenn wir einen Gegner essen, bleibt er nur die Hälfte der Zeit in unserem Bauch. Man muss dazu sagen, pro Skillpunkt geht dieser Spell nochmal um eine halbe Sekunde nach oben. So, wenn wir jemanden essen, einen gegnerischen Champion können wir nur essen, wenn wir drei Fischstacks haben. Das heißt, vorher können wir ihn nicht essen. Wir machen das mal. Wir werden, wenn wir ihn essen, um 95% verlangsamt. Und der Gegner bekommt 20% plus einem Scaling als Maximum Health, als magischen Schaden. Was ziemlich krass ist, meiner Meinung nach. Also der bekommt schon sehr, sehr viel Schaden. Bei verbündeten Champions sieht es so wie folgt aus: Man kann ihn 4 Sekunden lang im Bauch tragen. Der Verbündete und auch wir selber können aber entscheiden, wann der verbündete Champion aus uns rauskommt. Das heißt, man kann dann auch selber entscheiden, wann möchte er rausgehen. Man muss dazu sagen, der Champion, unser verbündeter Champion kann logischerweise währenddessen nicht angegriffen werden. Der ist also untargetable, der verschwindet komplett in uns drin. Und wir bekommen sogar noch Movement Speed, wenn wir zu gegnerischen Champions hinlaufen. Bei Minions sieht es wie folgt aus: Wir fressen sie auf, das dauert auch 4 Sekunden maximal, und wir können sie danach nochmal ausspucken, um dann einen magischen Schaden an allen näheren Einheiten zu verursachen. Bei dem W-Spell muss man sagen, gerade was Minions angeht, hat man noch die Möglichkeit, eine kleine Combo zu machen, und zwar aus dem Zungenschlag und dem Devour. Damit hat man nämlich die Möglichkeit, den Zungenschlag und dann den Devour einzusetzen, in Kombination, um den auf der Range aufzusaugen. Finde ich eine coole Idee, kann man also Minions auch aus einer höheren Reichweite aufsaugen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und ich muss sagen, der Spell hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also nicht nur, dass du Verbündete retten kannst, als Support natürlich super geeignet. Du kannst einen Gegner auffressen und der verschwindet dann erstmal, auch wenn es für 2 Sekunden auf Level 1 ist, schon echt eine sehr lange Zeit. Und natürlich, du kannst sogar noch Minions und Monster wegnehmen und damit halt Schaden verursachen. Klingt wirklich sehr, sehr heftig erstmal. Mal gucken, wie es dann letztendlich wird auf dem Live-Server. Gut, kommen wir zur dritten Fähigkeit, und zwar Fix Scan. Und bei dem Spell ist es so, wir haben eine Passive, und die Passive von dem Spell ist, immer wenn wir Schaden bekommen, bekommen wir eine graue Health-Leiste. So, diese graue Health-Leiste ist immer genau der Schaden, den wir bekommen haben. Wenn wir out of combat gehen, also außerhalb des Kampfes sind, werden 20% dieser grauen Leiste in Leben umgewandelt. Dieses 20% skalieren natürlich auch höher, je höher wir den Spell skillen. Das heißt, es sind 6% pro Skillpunkt. Und wir werden das jetzt einfach mal machen. Die aktive von dem Spell ist, wir können diese graue Leiste 1:1 in ein Schild machen. Wir werden das jetzt einfach mal machen. Wir lassen uns jetzt mal hier angreifen. Und ihr seht schon hier, das ist die graue Leiste. Und wenn wir jetzt out of combat gehen, dann seht ihr, werden wir direkt, natürlich baut sich diese graue Leiste ab und wir bekommen 20% dieser grauen Leiste als Leben zurück. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal, um euch nochmal das Schild zu zeigen. Zack, und wir bekommen 1:1 das Schild, was natürlich auch die Kate, ne, das muss man dazu sagen. Das Schild nimmt im Laufe der Zeit ab, es ist also kein Wert, der ständig bestehen bleibt. Sondern er nimmt im Laufe der Zeit ab.
So, kommen wir zum letzten Spell, und zwar der Ulti, Erbüssel, Voyage. Die hat auch eine passive und eine aktive. Bei der passiven ist es wie folgt der Fall. Wir machen mit unseren physischen Angriffen und mit unseren Spells Bonusschaden, abhängig davon, wie viel Leben wir haben. Da ist ein fester Wert drauf, plus prozentual, je nachdem, wie viel Bonus-Health wir uns gekauft haben. Ihr seht ja schon, 6% auf Level 1, 1% geht es nach oben pro Level, pro Skillpunkt. Und dieser Schaden ist auch magisch. Und zusätzlich haben wir noch eine aktive, und zwar die aktive ist ein, ja, kleiner Teleport, kann man sagen. Man kann es so ähnlich sehen wie mit Rek'Sai, nur dass man nicht gebunden ist an irgendwelche Tunnel. Man channelt bis zu 15 Sekunden den Spell, und während dieser Zeit kann sogar noch ein verbündeter Champion in den Bauch von, oder in das Maul von Tahm Kench reinhüpfen und kann dann mit Tahm Kench zurück an diesen Punkt springen. Wir werden das jetzt einfach mal machen. Ihr seht ja schon unten rechts den Range-Indikator für diesen Spell. Und wir werden jetzt einfach mal Richtung Botlane springen. Ihr seht, wir channeln das Ganze hier. Hier hat der Champion jetzt 15 Sekunden lang Zeit reinzuspringen. Und wenn wir den Spell canceln, dann springen wir hier hin. Das dauert natürlich auch eine Weile und sind dann vor Ort. Das heißt, es ist quasi so ein kleiner Teleport. Auf Level 1 ist die Range, ich würde mal sagen, relativ bescheiden. Also man kann nicht gerade aus der Base bis auf die Lane teleporten. Aber man hat auf jeden Fall schon eine gute Möglichkeit, eventuell vielleicht mit dem Jungler gerade solche Sachen wie Drake zu contesten. Finde ich echt cool. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ist also nicht gebunden daran, dass auf immer nur ein Champion reinspringen kann. Also immer derselbe, sondern es kann sich halt der Champion selber aussuchen, welcher reinspringen möchte. Und das finde ich echt, ist eine coole Sache. Ich würde sagen, das war's für heute mit dem Champion Spotlight. Ihr könnt mir mal reinschreiben, was ihr von dem Champion haltet. Ich finde, er hat wirklich eine Menge cooler Dinge. Ich bin sehr gespannt, wie es letztendlich auf dem PBE sein wird. Ob es ein Support wird, ob er im Jungle gespielt wird oder vielleicht sogar auf der Toplane als Tanky Bruiser. Das wird man dann, denke ich mal, sehen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Idee, muss ich sagen. Gerade mit dem Dwarf, das gefällt mir sehr gut. Kann ich mir als Support halt echt gut vorstellen, da er dann auf der Botlane halt den AD Carry einfach mal ja, so ein bisschen beschützen kann. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, schreibt fleißig in die Kommentare. Haut rein!